Buongiorno a tutti, io vi do il benvenuto a nome del Goethe-Institut e a nome del Goethe-Institut saluto la nostra ospite Paola Diehl, che ringrazio molto per aver accolto il nostro invito. Identità sessuali è il tema che gli ideatori della Storia in Piazza hanno scelto per questa quarta edizione, partendo dal presupposto che, come ha spiegato Donald Sassoon, il curatore della Storia in Piazza, che tali identità e i comportamenti collegati a queste identità siano l'esito non solamente di diversità biologiche, ma anche di costruzioni culturali alle quali si collegano poi ruoli e stereotipi che naturalmente sono mutevoli nel corso del tempo e dello spazio. In questo contesto abbiamo pensato che un interessante, almeno così speriamo sia, un interessante contributo del nostro istituto potesse essere legato a un tema di stringentissima attualità che ben si prestasse anche a un'analisi comparativa, quindi non solo specificamente tedesco, ma più ampiamente internazionale. E quindi oggi desidereremo parlarvi del corpo maschile e femminile nella messa in scena della politica. L'intento è quindi quello di offrirvi una riflessione sul rapporto tra corpo e politica, una riflessione che non può naturalmente prescindere da una realtà nella quale i media hanno fortemente, progressivamente modificato il rapporto tra la politica e il cittadino, hanno creato nuovi parametri di valutazione, nuove aspettative, non sempre distanti da stereotipi, hanno reso sempre più vicino il corpo del personaggio politico al suo pubblico e hanno così trasformato il rapporto del personaggio politico con il suo corpo, che è spesso utilizzato abilmente, strategicamente, proprio come uno strumento di comunicazione, con un'attenzione talvolta anche ossessiva all'aspetto estetico. Talvolta così appare, ma forse potrebbe anche non essere. Potrebbe avere un suo fondamento, se è vero quanto dice, quanto scrive un economista americano, Harmarech, il quale nei giorni scorsi ha presentato a Milano un libro che si intitola La bellezza paga, quindi titolo assolutamente indicativo, nel quale egli fa una sorta di valutazione economico-sociale della bellezza e dimostra, attraverso una serie di studi rigorosamente scientifici condotti nel corso di più di 20 anni, non solo negli Stati Uniti, quale sia il valore della bellezza e come questo valore si manifesti appunto quantitativamente, possa essere valutato quantitativamente, nel nostro caso particolare, quello oggi che ci interessa, anche per i politici, per i quali la bellezza può avere un'influenza di incremento del gradimento da parte del pubblico anche di 4 o 5 punti percentuali nei sondaggi politici. Questa messa in scena del corpo nella messa in scena della politica è sempre attentamente osservata dai mass media, i quali fanno proprio una sorta di, diciamo, di cronaca di questo processo, registrando per esempio in Germania, come spesso è accaduto, il grande carisma mediatico dell'ex cancelliere Schröder, il quale si presentava con grande disinvoltura, spesso con sigaro in mano, con abiti di alta sartoria, oppure registrando al contrario in questo periodo con l'attuale cancelliere Merkel, la maggiore sobrietà della signora Merkel, che però, come vedremo, può riservare anche qualche sorpresa. Per parlare di questi temi quindi abbiamo invitato oggi la sociologa tedesca Paola Diehl, è un'esperta in scienze sociali, politiche e della comunicazione. Paola Diehl dirige un gruppo di ricerca presso la cattedra di teoria della politica dell'Istituto di Scienze Sociali della Humboldt Universität e ha concentrato il suo interesse scientifico in particolare proprio sulla teoria della rappresentazione politica, sullo studio del corpo e dell'immagine, sul populismo e sul nazionalsocialismo. Quindi lascio a lei la parola e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Mi ascoltano? Sì. Volevo ringraziare per l'invito e scusarmi perché parlo in tedesco, dunque avete bisogno della traduzione. Mein Thema heute ist
die Bedeutung des Körpers als Medium der politischen Inszenierung. Das bedeutet dann, dass wir über Körper sprechen wollen, die erstmal physisch sind, aber auch eine symbolische Bedeutung haben. Damit mit dem Körper drücken die Politikerinnen und Politikerinnen ihre politische Rolle aus. Aber die drücken nicht nur die politische Rolle aus, sondern wie wir, non si sente? Was mache ich denn dann? Und jetzt? Super, okay. Also nochmal, mit dem Körper drücken die Politiker und Politikerinnen nicht nur deren eigene Identität, wie wir alle auch, sondern auch die politische Rolle aus. Und diese Inszenierung als Politiker, das ist das, was ich heute in den Vordergrund stellen möchte. Und ich möchte auch zeigen, wie schwierig es ist, die politische Rolle darzustellen. Und vor allem, welche Interferenzen die Politiker und Politikerinnen immer wieder in ihre eigene Körperinszenierung haben, wenn sie sich dann inszenieren. Wenn Politiker sprechen, hört man ihren regionalen Akzent. Man erkennt an ihren Manieren und an ihrer Körperhaltung, wo sie herkommen. Man sieht an ihrer Bewegung die Schicht und den Kulturkreis, zu dem sie gehören. Man sieht aber auch, dass sie eine Hautfarbe haben, eine Haarfarbe, Augenfarbe und dass sie dann auch Mann oder Frau sind nach dem biologischen Geschlecht. Das heißt, Politiker und Politikerinnen, wenn sie sich darstellen, wenn sie dann ihre politische Rolle inszenieren, werden sie doppelt gelesen. Ihre Körper bekommt eine doppelte Lektüre. Zum einen lesen wir diese Körper als Repräsentationsmedium der Politik und zum anderen lesen wir sie auch als Kategorien, als sozialen Kategorien, die wir dann in unserer Gesellschaft kennen. Das bedeutet dann, dass wir praktisch zwei Logiken der Inszenierung gleichzeitig haben. Die erste Logik ist, wie kann ich mit meinem Körper das Amt darstellen? Und die zweite Logik ist, ich habe auch eine eigene Identität, die ich aufgebaut habe im Leben, in der Gesellschaft. Und diese Identität bringe ich auch zur Geltung, wenn ich mich selbst inszeniere. Diese zwei Typen von Inszenierungen, auch von Beurteilung, gehen sie immer in die Darstellung von Politiker und Politikerinnen ein. Aber ich möchte erstmal die Aufgabe der Politiker und Politikerinnen in der Politik darstellen. Das heißt, was müssen sie machen, um als politische Repräsentanten zu gelten? Sie müssen eine politische Rolle ausdrücken. Sie müssen zeigen, dass sie eine Institution repräsentieren, dass sie nicht als Privatpersonen sprechen, sondern als Repräsentanten des Volkes. Und um diese zu machen, müssen sie in den Vordergrund stellen, dass sie nicht als Privatpersonen dastehen, sondern dass sie Politiker sind und als politische Repräsentanten sprechen. Sie zeigen sich eben nicht als Privatpersonen, sondern in der Rolle. Und diese Rolle ist sehr wichtig, weil sie dann, wie wir sehen werden, bestimmten Inszenierungscodes mit sich tragen. Aber die andere Seite ist, dass sie eben auch einen physischen Körper haben, die in der Gesellschaft gelesen wird. Wenn wir dann Politiker haben, die nicht der gängigen Vorstellungen von Politikern entsprechen, und das ist immer der Fall, wenn wir Minderheiten, sogenannten Minderheiten, als Regierungschefs haben. Wenn wir jetzt schauen, Frauen sind immer noch eine Ausnahme im Politikgeschäft. Wenn sie als Regierungschefin auftreten, stellen sie einfach eine spezielle Gattung dar. Das heißt, man nimmt sie nicht nur als Regierungschefin wahr, sondern man nimmt sie auch wahr als Frau, was bei einem Mann eher tendenziell nicht der Fall ist, weil der Mann eher als neutraler Körper wahrgenommen wird. Wir können danach am Schluss darüber diskutieren. Dasselbe passiert auch mit Hautfarbe. In den USA, ein braunen Präsident, ich sage bewusst braun und nicht schwarz, einen braunen Präsident zu haben, ist natürlich ein Bruch mit der Norm
von dem, was ein politischer Repräsentant in den USA immer gewesen ist. Das heißt nicht die gebildete, weiße Mittelschicht, die man bisher hatte, sondern ein Präsident, der eben nicht weiß ist. Und so weiter und so fort. Also das heißt, als Repräsentant aufzutreten und sich zu inszenieren, wird man immer daran gemessen, was zeigt mein Körper, was zeigt über meine eigene soziale Identität. Wenn wir uns als Person inszenieren, das heißt wir alle, konstruieren wir damit unsere eigene Identität. Und die Inszenierung der Person, ob sie Politiker sind oder nicht, entsteht immer in Dialog mit Körpernormen. Die Körper von Politikern stehen dann in diese Spannung zwischen privaten und öffentlichen politischen Rolle. Die Logik der Repräsentation der politischen Inszenierung hat bestimmte Codes. Was muss also ein Politiker, eine Politikerin tun, damit sein oder ihre Körper als Medium der politischen Inszenierung funktioniert? Und wie kann das im Sinne der Demokratie funktionieren? Eine der wichtigsten Regeln besteht daraus, das Amt in den Vordergrund zu stellen und die protokollarischen Festlegungen von den Codes zu respektieren. Wenn wir dann an diplomatischen Protokoll denken, und da habe ich jetzt ein Bild, ja, das erscheint, was ein typisches protokollarisches Bild ist, das ist der Empfang von Angela Merkel. Sie hat Donald Tusk, Ministerpräsident Polens, im Dezember 2007 empfangen. Und da sehen wir in diesem Bild zum einen die Spalier von den Soldaten und dann sehen wir, wie die beiden im selben Schritt langsam mit derselben Mimik und die Art der Kleidung, die sehr ähnlich ist, durch den roten Teppich gehen. Das heißt, das Protokoll legt fest, wie man sich bewegen soll, welche Mimik man halten soll, was man sagt, wann man sagt und wo die Körper stehen. Dieses Protokoll ist im diplomatischen Geschäft sehr starr. Wenn man dann schaut, wie das dann in der parlamentarischen Sitzung ist, wird er lockerer. Und in den meisten Situationen, die wir dann Politiker und Politikerinnen sehen, ist dieses Protokoll noch aufgelockerter. Das heißt, die Situation in einem Interview im Fernsehen, dann ist die Reglementierung des Körpers nicht mehr so fest. Was interessant ist, man kann aber auch mit diesen bekannten Regeln der politischen Inszenierung brechen. Man kann die absichtlich tun, man kann es aber auch nicht absichtlich tun. Ich möchte einen Fall zeigen, der für die Deutschen sehr bekannt ist und außerhalb Deutschlands wahrscheinlich nicht so bekannt. Das ist das Beispiel von Joschka Fischer im Jahr 1985. 1985 war Joschka Fischer, wurde zum Landesminister für Energie und Umwelt in Hessen. Und das war der erste grüne Politiker, der ein hohes Amt erreicht hat. Und das Interessante ist, dass die Grünen immer signalisiert haben, wir wollen das System ändern. Und eine der Mittel dazu war die Körperinszenierung. Und was macht Joschka Fischer in dieser Situation? Hier ist das Bild von der Vereidigung. Er trägt Turnschuhe. Heute würde das gar nicht mehr auffallen. Damals war es ein eindeutiger Bruch mit dem Code. Und das hat dazu geführt, dass die ganzen Medien eine Woche lang nur über die Bedeutung dieser Turnschuhe geredet hat und was es bedeutet für die Demokratie, wenn Politiker sich jetzt respektlos darstellen. Das wurde als Respektlosigkeit wahrgenommen von der konservativen Medien, von der anderen Seite wurde als Innovation wahrgenommen. Heute stehen diese Turnschuhe im Museum und sind dann Symbol, ein politisches Symbol geworden. Interessanterweise ist, Fischer wurde in den 90er Jahren Außenminister und da trug er nicht mehr die Turnschuhe. Da brauchten die Grünen nicht mehr diese Art der Inszenierung, um ihre Politik zu vermitteln. Manche Kommentatoren sagen auch, sie haben auch ihre Politik und ihre eigene Organisation verändern. Also was ich damit sagen will, die Codes sind extrem wichtig, damit wir überhaupt erkennen, da kommt jemand und er repräsentiert sein Amt. Was in dem Code wichtig ist, dass die Politiker-Codes, wenn wir hier
zurückgeht, sie neutralisieren den Körper. Das heißt, wenn man diese Amtdarstellung in den Vordergrund der Inszenierung stellt, tendiert man dazu, eine Einheit von Mimik und Körperhaltung und sogar Stimme zu erreichen, was man auch bestimmte Merkmale neutralisieren. Bei dem Geschlecht ist es eindeutig bei diesem Bild, dass die weibliche Merkmale von Angela Merkel minimiert werden. Und das ist ja auch interessant. Aber, und da möchte ich mit dem Beispiel von Angela Merkel zeigen, wie man das dann macht, dass man dann zurücknimmt, was die Weiblichkeit angeht. Bevor ich das tue, möchte ich dann erstmal klarstellen, dass wir hier mit zwei Körpern zu tun haben, einem individuellen Körper, ein physischer Körper, der individuell ist, und einen symbolischen Körper, das heißt der Körper, den man produziert durch die Körperinszenierung als Politiker. Und wenn man dann mit diesen beiden Körpern operiert, hat man praktisch eine Unterscheidung zwischen beiden Arten der Inszenierung. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir mit den Massenmedien nicht nur diese zwei Körper haben, sondern wir können inzwischen von einem dritten Körper sprechen. Und zwar, wenn man dann an Fernsehstars oder Kinostars denkt, sie inszenieren sich auf eine Art und Weise, die zwar ein bisschen Privatheit und Identität darstellt und gleichzeitig uns allen deutlich wird, das ist eigentlich eine fiktive Person. Es ist eigentlich jemand, der einen Wunschkörper darstellt. Also das muss man nur mal Leute wie Tom Cruise oder Penelope Cruz oder sowas. Wir sehen, die inszenieren ein Bild für uns als Zuschauer. Und mit den Massenmedien, mit der Bedeutung der Massenmedien in den letzten Zeiten, wird diese Art der Inszenierung zunehmend von den Politikern und Politikerinnen übernommen. Das heißt, die Bilder, die wir sehen, sind nicht nur Bilder von dem eigenen Körper als Identität und als Repräsentant des Amtes, sondern da mischt sich auch was Drittes, dieser dritten Körper, der nicht so richtig real ist und auch nicht so richtig politisch ist. Und da haben wir ein interessantes Beispiel, das ich Ihnen zeigen will. Dieses Bild von Nicolas Sarkozy, das war seine Wahlkampagne 2007. Es wurde überall gezeigt. Es zeigt Sarkozy, man könnte denken, der ist im Urlaub und er ist im Privaten. Mehr würde man das nicht sehen. Das Problem ist, es gab ein anderes Bild, das gezeigt hat, wie dieses Bild entstanden ist. So, da haben wir mit einem ganzen System, mit einem Apparat zu tun. Wenn Sie sehen, Sarkozy ist ganz klein Ihnen ist es dann auf der linken Seite, wenn man dann hier sieht, ich hoffe, sieht man die Maus? Ja, genau. Hier ist sein Berater, der gibt ihm Anweisungen, wie er sich bewegen soll. Und hier hat man die Medienleute, die gerade aufnehmen. Das heißt, das Bild, das wir heutzutage von Politikern haben im Fernsehen, ist eine Kombination von drei verschiedene Produzenten. Man hat den Politiker, der sich selbst inszeniert, man hat den Berater, der ihm sagt, was er tun soll, die Kleider aussucht und auch teilweise sogar das, was er sagt, vorbereitet. Und man hat in vierter Stelle die Medienakteure, die das aufnehmen, die selber auswählen, welches Bild geht in die Öffentlichkeit und welches Bild eben nicht. Das Ziel ist, einen Wunschkörper vorzubereiten. Die Medien machen nicht immer mit, aber deswegen gibt es dann praktisch eine wichtige Beziehung zwischen dieser Person und diesen, die hier sind. Die Idee von dem Berater ist, dass sie denn dazu bringen, dass die Medien einfach das Image, was gewünscht ist, von dem Politiker verbreiten. Und die Medien haben manchmal Interesse daran, manchmal eben nicht. Ich möchte jetzt auf das Ergebnis dieser Produktion eingehen, nämlich diese Idee des Wunschkörpers, das heißt dieser semi-fiktiven Körper, der weder privat noch politisch noch unbedingt real ist, sondern etwas semi-fiktionalen darstellt. Hier geht es aber nicht unbedingt um die Wirklichkeit, sondern es geht darum,
was man dann sich vorstellt, was man mag und was, womit man sich identifizieren kann. Dafür möchte ich ein zweites Beispiel bringen. Das ist auch ein Bild, das wir alle kennen. Das ist Barack Obama. Und dieses Foto war ein Foto von seinem Beraterteam. Die haben dieses Foto einen Tag nach seinen Wahlen, nach seinen ersten Wahlen in 2008 in die Presse gegeben. Und zwar, diese Wahlen haben sehr lange gedauert, bis die Stimmen gezählt wurden. Und das wurde am Vormittag gemacht. Und damit sind praktisch drei Botschaften verknüpft. Es ist komplexer, aber ich möchte nur auf diese drei Botschaften eingehen. Die erste könnte man sagen: Ich, Barack Obama, hatte einen harten Wahlkampf hinter mir. Ich lehne mich aber nicht zurück. Ich gehe am nächsten Tag schon zum Fitnessstudio und ich bin diszipliniert. Die zweite Botschaft könnte sagen: Ich bin stark und ich werde nicht müde. Und die dritte Botschaft, und das finde ich auch am interessantesten im Hinblick auf unsere Tagung hier und die Fragestellung zur Sexualität, könnte man fast übersetzen: Schau mal, wie gut ich aussehe. Wir wissen nicht tatsächlich, ob Obama so diszipliniert ist oder nicht, aber das ist nicht relevant. Das Interessante ist, dass das Bild, das dargestellt wird, ein leistungsfähiger, ein begehrter Körper darstellt. Ich würde ganz gerne auf die Rezeption dieser Wahlkampagne von Barack Obama in Deutschland eingehen, weil es scheint mir in Deutschland eine Faszination für Obama zu geben, was keiner sich genau bisher ganz gut erklärt hat. Wenn man in Deutschland gefragt hat, damals bei der ersten Wahlkampf, bei dem zweiten Wahlkampf, hat Obama 95% Sympathiequote, 95% der Deutschen wünschten sich Barack Obama als Präsident des USA. Und das ist auch spannend zu sehen, in welcher Beziehung man mit Barack Obama als Figur eingetreten ist. Dafür möchte ich ein Beispiel bringen von der Boulevardpresse aus Deutschland. Das war die Bild-Zeitung, die während der Wahlkampagne von Barack Obama schon eine Reporterin undercover ins Fitnessstudio geschickt hat. Und ich lese einfach, was sie dann geschrieben haben. Also es war tatsächlich, das ist hier die Reporterin mit Barack Obama im Fitnessstudio in Berlin. Und die Zeitung schrieb Folgendes: Obama, durchtrainierte Arme, knackige Rückansicht, setzt Kopfhörer für seinen iPod auf, hört Pop, summt leise mit. Barack Obama legt den Arm um meine Schulter. Ich fasse ihn an die Hüfte. Wow, er schwitzt nicht mal. Ich denke, was für ein Mann. Also was wir hier haben in diesem Bericht, ist nichts anderes als eine libidinöse, sublimierte Beziehung zu einem Politiker, der in dem Moment nicht als Repräsentant des Amtes auftritt und auch nicht als Privatperson, sondern als Wunschkörper. Das heißt, in gewisser Hinsicht sehen wir, dass die Politiker und Politikerinnen alle mit dieser Art Wunschkörper arbeiten. Und das Schwierige ist eine Balance zu finden, inwieweit geht man, um die Medien zu befriedigen und inwieweit kann man sich zurückhalten. Wie stark soll dann der Wunschkörper in den Vordergrund treten und wie stark soll das Amt in den Vordergrund treten. Um ein gutes Beispiel dafür, wir könnten jetzt über Berlusconi reden, aber ich denke, Sie kennen alle die Bilder. Ich würde Ihnen lieber dann die Bilder von Angela Merkel zeigen, weil was weniger bekannt bei Angela Merkel ist, dass sie ihre Selbstdarstellung verändert hat. Und sie war nicht immer die distanzierte, professionelle Kanzlerin wie heute, sondern sie hat mehrere Phasen in ihrer Selbstdarstellung erlebt. Ich möchte dafür erstmal die ersten Bilder von Angela Merkel zeigen, weil das war für sie bis zu 90er Jahren ein großes Problem. Sie wurde von den Medien stark gehänselt und sehr oft kritisiert. Sie wurde auch oft als naiv dargestellt und
Das waren zum Beispiel Bilder von Angela Merkel aus den 90er Jahren. Und einer der Hauptangriffselemente war ihre Frisur. Die Medien haben Angela Merkels Frisur die ganze Zeit kritisiert, als ob man nichts Besseres zu tun hätte. Aber da ist genau der Bruch mit dem Wunschkörper. Es gibt keine Konzession an diesem Wunschkörper, die man dann in den Massenmedien sieht. Es ging so weit, dass es eine Werbekampagne gab von dem Autoverleih Sixt. Und diese Werbekampagne sah so aus. Auf dieser Seite sehen Sie, haben Sie Lust auf eine Frisur? Und auf der anderen Seite mieten Sie ein Cabrio. Das zeige ich Ihnen, weil es ist eine ganze Image-Vergangenheit von Angela Merkel, die wir eigentlich nicht so kennen. Das verändert sich aber im Wahlkampf von 2005, bevor sie Kanzlerin wurde. Und zwar sehr radikal. Was wir da beobachten, ist eine Konzession an diesen Wunschkörper und eine Betonung von dem Schönheitsdiskurs. Ich zeige Ihnen einfach das im Wahlplakat von Angela Merkel in 2005. Was sich hier verändert, zuerst die Frisur, dann die Kleider. Während der Wahlkampagne hat sie sich immer in Kostümen gezeigt, was sie danach nicht mehr getan hat. Sie hat Schmuck getragen und sie wurde geschminkt. Das war alles vorher nicht der Fall. Und das produzierte in der deutschen Öffentlichkeit eine Diskussion über Schönheit in der Politik. Plötzlich wurden alle Politiker nach deren Schönheitsformen praktisch beurteilt. Gegenüber Merkel war Joschka Fischer als Außenminister. Die beiden wurden als Dekadenz und Aszendenz von Schönheit dargestellt. Joschka Fischer hatte eine Diät gemacht und war sehr schlank und war sehr modisch. Und während seiner Regierung hat er ziemlich viel zugenommen und wurde dann zum Schluss von den Medien kritisiert mit der Begründung, er wäre zu dick für den Wahlkampf. Während bei Angela Merkel genau das Gegenteil passiert, die Diskurse, die in der Öffentlichkeit über ihren Körper zirkulierten, waren, sie ist schön geworden. Und ich möchte einfach ein Zitat von der Zeitung, vom Tagesspiegel, das ist eine Zeitung in Berlin, über Angela Merkel. Sie war vom hässlichen Entlein zum Schwan geworden. In Hamburg genauso Weber wie in Halle. Die Zeitung hatte wesentliche Artikel, und das war nicht die einzige, über die Metamorphose von dem Körper von Angela Merkel dargestellt. Sie wurde als Lichtgestalt dargestellt und als diejenige, die jetzt genau professionell wusste, wie Politik gemacht werden sollte. Was wir da sehen, ist eine Verbindung von Schönheitsdiskurse und politischer Kompetenz, was nicht zwangsläufig sein muss. Und das war auch nicht immer so. Die Zeitung schrieb in ihrem Artikel das Ergebnis dieser Metamorphose, und ich lese vor: Angie in Aprikot vor blauem Hintergrund und mit glückseligen Lächeln. Überwiegend Lächeln und immer vor einem blauen Hintergrund dargestellt. Und das führte dazu, dass ihre Akzeptanz zugenommen hat. Also politisch, was bedeutet das denn? Also wir sehen hier eine Umfunktionierung des Schönheitsdiskurses in politischer Kompetenz, in Macht. Und die Schönheit, vor allem die Transformation, bekommt unterschiedliche Bedeutung. Sie bekommt die Bedeutung von Disziplin, sie bekommt die Bedeutung von Macht, sie bekommt die Bedeutung von Kompetenz. Das sind eigentlich Eigenschaften, die früher wenig mit Schönheit zu tun hatten und die für einen guten Repräsentant stehen. Ich möchte einfach zeigen, wie Angela Merkel in diesem Prozess einfach auch weniger starr wurde. Das ist ihre Foto, als sie dann zum ersten Koalitionsvertrag in 2005, damit wurde sie Kanzlerin. Und das ist eine der wenigen Fotos von Angela Merkel, wo man das Gefühl hat, sie ist jetzt ganz locker. Sonst ist sie sehr formell.
Aber Merkels Imageveränderung passiert nochmal, und zwar nachdem sie Kanzlerin wurde. Dann haben wir solche Art der Selbstdarstellung, also man sieht diese fröhliche Farben nicht mehr, man sieht geschlossene Jacken und Jackets, und man sieht sie auch vor allem nicht im Privatleben. Also das ist sehr selten, sie als Privatmensch zu zeigen. Trotzdem, wenn man genau beobachtet ihre ganze Karriere als Körperinszenierung, sieht man eine Episode, die ein Bild produziert hat, was durch die ganz Europa durchgegangen ist. Und dieses Bild, das zeigt Angela Merkel, in eine komplette andere Rolle. Sie war aber als Regierungschefin eingeladen. Das ist die Eröffnung der Osloer Oper. Und da hat sie dieses Dekolleté-Foto produziert. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein PR-Foto, sondern es war ein journalistisches Foto. Und das Interessante ist, man könnte damit kalkuliert, dass dieses Foto gemacht wurde, weil sie hatte sich noch nie so gezeigt. Was sie damit macht, ist, sie zeigt Weiblichkeit und sie sexualisiert ihren Körper, was bisher als neutraler Körper dargestellt wurde. Das war das einzige Bild bis heute, wo Angela Merkel sich explizit als weibliche Inszenierung darstellt. Und das blieb ja auch. Nach diesem Foto gab es kein anderes. Aber was ich damit zeigen will, ist, vielleicht braucht man als Politiker und Politikerin ab und zu eine Konzession an diesem Wunschkörper. Und produziert man ab und zu mal diesen Wunschkörper. Und bei Angela Merkel sieht man die Dosierung, womit solche Bilder produziert werden. Zusammenfassend möchte ich einfach zeigen, dass damit wird deutlich, wie der Körper einfach als Medium für verschiedene Inszenierungen funktionieren kann und wie dieser dritte Körper sich einmischt in der Darstellung des Amtes. Es kann aber zu Problemen führen. Das heißt, es kann zu Situationen kommen, in denen der dritte Wunschkörper eigentlich den Körper als des Repräsentanten verdrängt. Man sieht zum Beispiel im Fall von Berlusconi, und da möchte ich an seine Schönheitsoperation von 2003 erinnern. Berlusconi hatte am Ende des Jahres eine Krise, eine politische Krise. Was hat er dann gemacht? Im Dezember ging er in die Schweiz, zeigte sich nicht mehr in den Medien und kam dann im Januar zurück, und im Januar 2003 zurück und inszeniert sich als eine selbstgemachten Mann. Das heißt, jemand, der sich selbst geändert hatte. Und das Interessante ist der Diskurs, der dabei entstanden ist, denn zwei Wochen lang haben die Medien in Italien nichts anderes berichtet, außer über die Schönheitsoperation von Berlusconi. Man hat alle möglichen Spezialisten, Schönheitschirurgen interviewt, man hat andere Parlamentarier interviewt, und es wurde eine Debatte angefangen über die Rolle des Körpers als Medium der Politik. Und darüber, über die Politik selbst, hat man weniger gesprochen, sondern nur über diese Geschichte. Und ich fand es interessant, die damalige Aussage von Daniela Santacchè über diese Situation, und ich zitiere sie: In politica il corpo è un mezzo di lavoro. Anche la remise in forma può essere strumento di comunicazione. Und damit haben wir das Problem, dass natürlich der Körper ein Kommunikationsmedium ist, aber das bedeutet nicht, dass er darauf reduziert werden muss und von gar nicht als Wunschkörper dargestellt werden muss. Also was wir dann bei Berlusconi sehen, ist eine Umkodierung der Schönheitsoperation im politischen Diskurs. Berlusconi Schönheitsoperation wird zum Zeichen der Durchsetzungskraft und signalisiert individuelle Autonomie und symbolisiert die politische Macht. Seine plastische Chirurgie stellte er als professionelles Verhalten in der Politik dar. Schon 3 Jahre zuvor hat er dann gesagt: Non sono maniaco dell'immagine, cerco solo di essere professionale. Problematisch ist, dass damit eine Verschiebung der politischen Repräsentation stattfindet.
Die Marketingstrategien der Werbung vermischen sich mit der politischen Auseinandersetzung und der Wunschkörper des Politikers erscheint als Zeichen von Professionalität. Der Körper ist nicht mehr Medium der Inszenierung der politischen Rolle, sondern seine Inszenierung wird zum Selbstzweck. Sie dient der Produktion eines semi-fiktiven Wunschkörpers und zum Schluss weiß man nicht mehr, warum. Angela Merkels Bild des Dekolleté blieb bis heute eine Ausnahme in Merkels Körperinszenierung. Aber es zeigt, dass Politiker und Politikerinnen zunehmend unter Druck geraten, wenn sie sich in den Massenmedien präsentieren. In der politischen Kommunikation mischen sich immer mehr Eigenschaften der massenmedialen Unterhaltung, die nach dem dritten Körper, also dem Wunschkörper des Politikers, verlangen. Das Gutaussehen und die mediengerechte Selbstinszenierung werden zunehmend zu Sachkompetenzen der Politikerin. Die doppelte Inszenierung, die des Amtes und die der Privatperson, wird angesichts der massenmedialen Transformation komplexer. Dazu kommt der dritte Körper, der diese Wunschperson und diesen Wunschkörper darstellt. Das Problem der Politikerinnen heute ist, sie müssen immer wieder auswägen und dieser Versuchung widerstehen, nur auf diesen Wunschkörper zu konzentriert zu sein und das Amt einfach zu verdrängen. Und das würde ich ganz gerne mit Ihnen noch diskutieren. Danke. Grazie a Paola Dill per questa precisa e animata presentazione, alla quale mi permetto di aggiungere solamente una piccola retroscena a proposito della campagna pubblicitaria presentata prima dalla professoressa Dill, nella quale si presentava Angela Merkel con queste pettinature, la seconda pettinatura improbabile. La pettinatura della signora Merkel non è stata l'unica pettinatura messa in discussione rispetto ai cancellieri, ma anche quella di Gerhard Schröder, sulla quale sono fatte insinuazioni sull'effettivo colore. E Schröder all'epoca, quando queste insinuazioni furono fatte, fece un'azione legale contro chi si espresse in quel modo. Invece la signora Merkel, forse non tutti lo sanno, ma in occasione di questa campagna pubblicitaria mandò una lettera agli autori della campagna pubblicitaria e anche alla società che l'aveva promossa dicendo: vi ringrazio molto per l'interessante proposta, ne terrò conto. Questa dimostrazione ottenendo un grande numero di consensi e di approvazioni, questa dimostrazione del fatto che a dispetto di qualunque estetica l'ironia e soprattutto l'autoironia anche in politica pagano molto e a volte pagano anche di più. Detto questo, lascio adesso la parola al pubblico per qualunque domanda voi vogliate porre alla professoressa Dill. Darf ich noch? Diese Geschichte mit der Haarfarbe von Herrn Gerhard Schröder ist eine ganz spannende Geschichte, weil die Auseinandersetzung um seinen Körper wurde dann verwendet, um ein großes Problem zu verdrängen. Und zwar, es gab Zweifel, dass die Arbeitslosigkeit, also die Arbeitslosenzahlen, die die Regierung veröffentlicht hatte, richtig war. Und man spricht in Deutsch über die frisierten Zahlen. Und da wurde die ganze Zeit von der Opposition, damals die CDU, über die frisierten Zahlen gesprochen. Und in diesem Kontext kam die Frage, ob die Haare von Gerhard Schröder tatsächlich diese Farben hatten oder ob sie nicht getönt oder gefärbt wären. Das hat zu einem Prozess geführt, weil Gerhard Schröder hat einen Prozess gegen bestimmten Personen und gegen bestimmten Medien geführt und gesagt, seine Haare seien nicht gefärbt. Und bei der Opposition war der Satz, wer sich die Haare färbt, färbt auch die Statistiken. Das hat dazu geführt, dass dieser Prozess doch nicht so ein großer Erfolg war. Die Idee von der SPD war, die Debatte zu verschieben und es wurde nicht so viel darüber berichtet. Allerdings gab es auch eine Gegenstrategie von der CDU, und zwar Jung Union
Mitglieder haben vor dem Prozess schwarze Haarfarbe verteilt, und das ist die Farbe von der CDU. Zum Schluss hat sich die Debatte von sowohl über die Haare von Schröder als auch über die Statistiken, sie wurde nicht mehr geführt. C'è qualche domanda che qualcuno vuole porre? Mi chiedevo se nella fotografia che abbiamo visto, che ho trovato molto interessante, di Sarkozy a cavallo, non ci sia anche un richiamo storico. Entrambi i personaggi, Sarkozy e Napoleone, sono bassi. Questo discorso del cavallo che li alza in modo inaudito, diciamo al di sopra, ben al di sopra della media, non sarebbe anche una ricerca di elevare a livello storico Sarkozy stesso? Grazie. Das ist ein wichtiger Punkt. Meistens arbeiten politische Inszenierungen mit Vorbildern, aber die sind mehrdeutig. Sie haben nicht nur eine Referenz, sondern sie haben mehrere Referenzen. Ich meine, in der Camargue, das war die Camargue, sind die Pferde dafür berühmt, die meisten sind tatsächlich weiß. Es gibt natürlich immer sofort, selbst wenn es nicht intendiert ist, diese Assoziation, weil wir die Bilder kennen. Das heißt, wenn wir die Bilder und die Inszenierung von Politiker und Politikerinnen sehen, haben wir ein ganzes Panorama an Bilder, die wir damit verknüpfen können. Und Politiker und Politikerinnen arbeiten immer mit diesen Assoziationen. Also bei mancher ist das explizit, zum Beispiel Berlusconi hat immer die Geste von Napoleon gemacht, andere nicht, andere sind angedeutet. Hier würde ich sagen, das ist eine der wenigen Referenzen, aber eine andere Referenz könnte man einfach von dem Lebensstil von reichen Leuten, Abenteuerlust, man könnte auch sich an Marlboro-Werbung erinnern. Also es gibt eine ganze Menge von Bildern, die wir dann damit verknüpfen. Und die sind wichtig, weil damit können Konnotationen mit diesen Bildern assoziiert werden. Nee, ich hätte noch Bilder zu zeigen, aber ich weiß nicht, ob Sie noch was... Okay. Haben wir noch Zeit? Ich würde ganz gerne noch mal zu einem Punkt gehen, und zwar zu dem Prozess der Konstruktion dieser Bilder, der Produktion dieser Bilder. Sie sehen hier zwei Bilder von Nicolas Sarkozy, das war sein Urlaub nach dem gewonnenen Wahlkampf. Und diese Bilder sind unterschiedlich dargestellt worden. Wir sehen, diese Seite ist das retuschierte Bild. Das wurde in einem Magazin in Frankreich dargestellt. Und dann gab es die Gegenanalyse von einer zweiten Zeitschrift, die sagte, man retuschiert die Bilder von Sarkozy. Ups, was ist denn das? Man retuschiert die Bilder von Sarkozy und sieht auf der anderen Seite, dass es doch ein Stück Fett doch dabei war, die weggenommen wurde. Das heißt, man hat immer mit diesen Situationen zu tun. Und in diesem Bild von Angela Merkel ist natürlich Photoshop dabei. Aber das Interessante ist, dass es für uns nicht mehr so wichtig ist, ob Angela Merkel tatsächlich so aussieht oder nicht, weil wir nehmen sie tatsächlich als Bild wahr. Und insofern ist es irrelevant, selbst wenn wir das wissen. Die meisten Leute wissen, dass es Photoshop ist. Aber sie sieht schön aus. Bene, allora se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per essere stati qui e vi auguro ancora buoni incontri e un buon pomeriggio. Arrivederci.